Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video namens zum Unboxing des Kanal Gratis Adventskalenders Türchen Nummer 7. Auch heute bin ich wieder sehr spät dran, es wird jeden Abend immer später, jetzt ist es schon 18 Uhr, aber das wird ja trotzdem. Ich habe nämlich gerade noch den Lootdrop gedreht, ich weiß nicht, ob der heute noch online geht, das Video ist ganz schön lang geworden und mit Verarbeiten und diesen ganzen Monetarisierungsscheiß, das dauert manchmal eine ganze Weile und da ich ja hier im Ödland lebe, ist es auch mit dem Internet manchmal nicht so weit her. Aber genug gejammert, Tür Nummer 7 machen wir jetzt hier noch auf, die ist hier unten. Sieht man's? Ich guck mal. Nee. Alles klar, einmal drehen. Einmal Dresden bitte. Schwupps. Oh, da ist er. So, dann muss mal gucken, wo hier die Perforation ist. Von links nach rechts. Ach, das kann man auch überhaupt nicht sehen hier, ne? Ah, die ist von unten. Alles klar. Jetzt da. Da. Auf die Plätze fertig. 7. So. Die sind auf jeden Fall runtergerutscht, würde ich mal sagen. Oder? Die hatten wir schon, ne? Das ist das mit dem Blei. Wo waren die denn drin? Ich glaube, in der 4 vermutlich, oder? Ja, ich glaube, die sind runtergerutscht. Alles klar. So, da haben wir von Bite of Bleak, hat man mir ja schon vorgeworfen in den Kommentaren, warum ich das nicht kenne und so viel Zeug schon ausgepackt habe. Aber ich glaube, sowas hatte ich noch nie. Also Bite of Bleak hatte ich noch nie. Bite of Bleak, meine ich. Und wenn doch, habe ich es vielleicht vergessen. Kann auch sein. Kann halt einfach auch sein. So, da haben wir ein paar Nethead Lead. Also Jig Heads fürs Netrig. Netjig. Ein Zungenbrecher. Hakengröße 1 haben wir hier. Gewicht 7 Gramm. 4 Stück sind drin. Info at Bleak, Bite of Bleak. Echt, das ist echt ein Zungenbrecher, ne? SE steht hier in dem Fall für Sweden. Können wir mal eine rausholen hier. Die sehen eigentlich ganz interessant aus. Die sind nämlich schön düster. Dorsinse. Ja, an sich tatsächlich nichts Besonderes. Ein ziemlich langer Baithole da dran, würde ich mal sagen. So rein vom optischen her. Ansonsten steht hier das Gewicht in dem Fall nicht drauf. Tatsächlich finde ich auch ein bisschen schwierig manchmal, gerade wenn man sowas in seine Tackle-Sachen irgendwie reinhaut, ohne dann die Packung noch zu haben, dann wird es tatsächlich schwierig. Da fände ich es cooler, wenn es draufsteht, aber ansonsten sicherlich durchaus brauchbar, aber auch nichts Besonderes. Also UV-Test hier auf jeden Fall durchgefallen, aber ist halt auch nur ein Jig-Kopf und ja, da bin ich gespannt, wie es morgen weitergeht. Also dem Schema nach zu urteilen, sollte ja morgen höchstwahrscheinlich eine Packung Gummifische kommen. Oder mal ein schöner Hardbait, wäre auch mal geil. Mal gucken, bin gespannt. Genau, dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.